Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und schau mal, Katja, wir befinden uns hier auf der Mörderinsel und beim letzten Mal haben wir den magischen Stick der Mörder gefunden. Das war richtig doll cool, aber der magische Stick wurde uns geklaut wieder von den Mördern. Das ging so schnell. Wir hatten so ein gutes Versteck eigentlich, aber du konntest nicht anders. Er hat dich so hart bedroht. Wir mussten ihm ihn geben. Die Mörder kamen hier einfach in unsere Base rein und haben den uns weggeholt. Mich würde so doll interessieren, für was die Mörder diesen magischen Stick benötigen. Das stimmt. Vielleicht machen die damit irgendwas Komisches. Ich meine, er heißt magisch. Vielleicht hat er irgendwelche Kräfte oder vielleicht wird er irgendwie dazu benutzt, um irgendwas Magisches zu machen. Ich weiß es nicht, aber Epic, ich finde, wir sollten es herausfinden. Das wäre so nice, wenn wir wissen würden, was sie damit machen und vielleicht machen die ja was richtig Böses. Oh, das könnte sein. Ich würde sagen, als allererstes hole ich ein bisschen Essen für Minami. Dazu geht es hier nach oben und ich hole ein bisschen Gras insgesamt für Minami. Pass auf, dass hier keine Mörder sind. Stimmt, du hast recht. Ja, ja, aber ich sehe hier schon mal keine Mörder. Nein, 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 nein. Hier auf den Bäumen sind auch keine. Okay, da hole ich hier auf jeden Fall ein bisschen Gras für Minami. 6 Gras habe ich. Dann geht sie wieder zurück in die Base insgesamt. Und dann können wir Minami ein bisschen füttern. Oh, sehr süß. Katja. Ich dachte, das wäre ein Mörder gewesen. Alles was gut. Was ist denn da los? Hallo Minami, schau mal. Ein bisschen was zum Essen für dich. Guten Appetit. Guten. Oh, Minami ist so süß. Und Katja, wir könnten hier vielleicht unsere Base auf der Mörderinsel noch viel, viel besser upgraden, dass die Mörder auf keinen Fall hier in unsere Base auch reinklettern können. Weil ich glaube, die miesen, fiesen Mörder klettern hier immer auf die Bäume hoch und springen über die Bäume hier in unsere Base rein. Das kann sein, aber Epic, wir könnten es vielleicht höher machen. Wir könnten vielleicht mit Obsidian eine relativ hohe Wand bauen, die vielleicht höher ist als hier oben der Baum. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Schau mal, Katja. Mhm. Wenn die Obsidian-Wand bis hier ein bisschen drüber geht, also bis ganz hier oben hin, da könnte man auch von hier drüben reinspringen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht könnten wir aber den großen Baum hier auch abbauen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wir könnten wirklich vielleicht die Obsidianwand machen und dann vielleicht auch noch zusätzlich die ganzen Bäume hier, naja, abbauen. Warte mal, habe ich eine Axt? Ja. Soll ich mal ganz kurz ein paar Bäume abbauen oder willst du das machen? Das kannst du sehr gerne machen, Katja. Okay. Dann hole ich mir hier unten ein bisschen Obsidian und gehe die Wand bauen. 1, 2, 3, 4 Stacks Obsidian haben wir. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das reicht. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr. Dann geht's hier nach oben. Hallöchen. Oh, du hast hier schon die ganzen Bäume abgebaut. Ja, bin hier gerade am Abbau noch. Da würde ich sagen, ich platziere hier die Obsidianmauer hin mit 2 Abstand. Das ist, glaube ich, relativ gut. Okay, dann geht's hier ab nach oben. Ganz genau vielleicht auf die Höhe hier. Ja, hier sind wir sehr, sehr doll hoch und da dürften keine Mörder zu uns in unsere Base reinkommen können. Okay, dann baue ich natürlich hier auf die Seite auch die Obsidianmauer. Ganz genau hier so hin. So und so. Hier auch auf die Seite. 1, 2 Abstand und hier hin. Oh, sehr nice. Unsere Base hier auf der Mörderinsel wird wirklich so, so doll sicher sein, Katja. Oh, und wenn jetzt auch mal irgendwelche Mörder kommen, dann müssen die uns erstmal sich hier erkämpfen, hierher zu kommen. Epic, wir haben doch ein Problem. Oh, das sind 2 Mörder. Oh mein Gott. Genau, ich helfe dir, Katja. Was machen? Ich habe noch meine Axt. Die werden weggestetzelt. Oh. Die sind ja richtig mies und fies. Wo kommen die denn her? Von da hinten, glaube ich. Da sind sie. Wow. Das sind noch richtig toll viele weitere Mörder. Okay, Moment mal, Katja. Wir müssen die alle wegstetzeln. Die sind so mies und fies. Okay, Katja, ich habe nicht viele Herzen. Ich habe nicht viele Herzen. Nein, das muss hier weg. Ich muss hier weg. Oh, stell hier nach oben. Stell hier nach oben. Katja, pass bloß auf. Pass bloß auf. Da unten sind die ganzen Mörder. Wie mies und fies sind die denn hier insgesamt? Warte, ich kann helfen mit dem Bogen. Oh ja, danke, danke, danke. Oh. Okay, vielleicht treffe ich auch dich. Aua. Hey! Oh Gott, ich hab noch ein Herz! Ich hab noch ein Herz! Ich kann nichts machen! Ich renne! Die sind so stark! Das stimmt! Oh, die sind so fies! Ich helfe dir, Kater! Der wird weggeschnetzelt, der wurde auch weggeschnetzelt. Und da unten stehen noch mehr! Oh mein Gott! Wow, wie viele sind das denn hier insgesamt? Ich hab ein Herz! Renn, Kater, renn! Okay, ich versuche die beiden hier wegzuschnetzeln. Der wird weggeschnetzelt. So und so. Dann haben wir den hier noch. Bitte den auch wegschnetzeln. Dann haben wir hier noch einen. Und ich glaube, da vorne, das sind die letzten. Ja, den hier noch. Okay, das sind noch ein paar insgesamt. Ja, das schaffe ich nicht. Katja, renn! Zack und zack, bitte. Die beiden noch wegstetzen. Den habe ich. Den habe ich auch. Okay, ich glaube, das sind die letzten 3. Ja, jetzt. Bin mir nicht ganz sicher. Komm. Der wird weggestetzelt und der wurde auch weggestetzelt. Okay, die Mörder sind so, so mies und fies. Ja, das waren tatsächlich alle hier. Die haben uns hier einfach überrascht. Oh nein, das ist ganz und gar nicht gut. Wir müssen uns jetzt hier wirklich so doll schnell beeilen, die Base so gut wie möglich gegen die Mörder zu beschützen. Also ich habe zumindest schon mal viele Bäume weg. Das schon mal sehr gut. Da können die Mörder auf jeden Fall schon mal nicht über die Bäume hier reinklettern. Dann haben wir hier schon das Außengerüst der ersten Wand. Da geht es natürlich hier
entlang, hier entlang und das wird auch miteinander verbunden. Okay, so sieht jetzt hier auf jeden Fall unsere Base aus und schau mal, Karte, ich habe hier eine richtig, richtig doll sichere Tresortür. Die können wir hier vorne rein platzieren. Oh, das sieht so schön aus. Fancy. Und jetzt können wir hier nebendran nochmal Obsidian abbauen für das Zahlenschloss. Okay, dann würde ich sagen, Kater, der Code ist vielleicht 1467, okay? 1467? Okay. Ja, den speichere ich. Okay, jetzt können wir 1467 eingeben und wir können die Tresortür öffnen. Das ist so cool. Jetzt können wir die wieder zumachen und hier vor der Seite können wir auch wieder das Passwort eingeben. 1467. Und dann geht die Tür wieder auf. Sehr nice. Das ist richtig toll praktisch. Tschüss, Kater. Wir können jetzt hier über die Leiter nach oben klettern und von hier in unsere Base reinspringen. Das ist so, so gut. Und ich glaube, Kata, die Mörder haben jetzt wirklich ganz und gar keine Chance, hier in unsere Base einzubrechen. Ich hoffe. Kata, Moment mal. Der Alarm wurde ausgelöst. Oh nein, nein, nein. Ich glaube, es sind wieder ein paar Mörder bei unserer Base. Okay, ich schau mal durch die Kamera durch. Sehe ich da einen Mörder? Tatsächlich, ich sehe da einen Mörder. Der ist oben auf dem Baum. Er baut eine Kamera auf. Er überwacht unsere Base. Beziehungsweise er späht die Base ein bisschen aus. Das ist ja richtig doll mies und fies. Was ist denn da los? Moment mal, wie der späht uns aus. Epic, dann wissen die auch, dass wir alles hier sicherer gemacht haben. Du hast recht. Er erkundet hier einfach alles. Ich glaube, er sucht einen Weg, um hier in die Base reinzukommen. Oh nein, das ist ganz und gar nicht gut. Der Mörder hat die Kamera abgebaut und baut sich jetzt hier zu unserer Base hin. Was ist denn da los? Er schaut sich alles ganz genau an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das riecht doll gruselig. Oh, er hat die Kamera entdeckt, Katja. Was ist denn hier los? Und Moment mal, Katja. Er hat irgendwas verloren. Er hat ein kleines Papierchen hier verloren. Was ist denn da los? Und ich glaube, er geht jetzt wieder. Es geht ab nach oben. Ich kann mir auf jeden Fall sofort das Papier holen. Wie cool ist das denn? Dann geht's hier entlang. Hier ist das Papier. Und auf dem Papier steht 1287. Oh, wo geht der Mörder denn hin? Er gibt hier oben bei der Tür im Berg einen Code ein. Das ist ja so cool. Und die Tür öffnet sich und er verschwindet einfach da drin. Moment mal, Katja. Die Mörder haben da oben im Berg einfach einen geheimen Bunker. Ich habe das noch nie gesehen. Denkst du, die haben da vielleicht diesen magischen Stick oder so? Das stimmt, es könnte sein. Und ich glaube, der Mörder hat das Zahlenpasswort hier verloren. Das ist einfach 1287, was wir da oben eingeben müssen. Und da können wir dort auch in den Bunker reingehen. Dann geht es auf jeden Fall hier in die Richtung. Wir müssen auch richtig gut aufpassen, dass die Mörder uns hier auf keinen Fall sehen. Ich bin wirklich so gespannt, was sich da oben im Bunker drin befindet. Oh, sehr gut. Okay, es geht auf jeden Fall hier entlang. Und da können wir uns hier auch hochbauen. Ich bin so doll gespannt, was da oben drin ist, Kater. Hier können wir jetzt auf jeden Fall den Code eingeben. Das ist 1287. 1, 2, 8 und 7. Es hat geklappt und die Tür öffnet sich. Oh, das sind die Mörder. Die greifen uns hier alle an. Was ist denn hier los? Ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Oh, danke schön, Kater. Wir haben alle Mörder hier aus ihrem kleinen Bunker weggeschnetzelt. Wir können hier wieder das Passwort eingeben. 1287. Und die Mörder hatten hier wirklich aus ihrem Bunker eine richtig, richtig doll gute Aussicht auf unsere Base hier unten. Die haben hier einfach eine kleine Küche und diese Kochstelle. Was kochen die denn da? Die Mörder hatten hier einfach ihre eine kleine Base, um uns auszuspionieren. Was ist denn da los? Die haben sogar hier ein kleines Sofa. Oh, das sieht so cool aus. Dynamit. Gott, schau mal in die Kiste. Hier ist Käse und ein Projektor. Oh. Wie cool ist das denn? Moment mal, was können wir denn mit dem Projektor machen? Kann ich den hier hin platzieren? Okay, tatsächlich. Und Moment mal, wir können hier zum Beispiel Erde reinmachen. Was passiert denn jetzt hier insgesamt? Wir können einfach damit Blöcke projizieren. Schau mal. Da geht es hier unten ins Wasser und ab zu unserer Base. Und da können wir dort den Projektor mal aufstellen und austesten. Wie cool ist das denn? Okay, ich platziere den Projektor mal hier hin. Der schaut jetzt hier vorne in die Richtung. Jetzt kann ich hier Erde reinmachen. Jetzt wird die Erde hierhin projiziert. Aber es ist gar kein echter Erdblock. Wir können hier einfach durchlaufen, beziehungsweise uns sogar innen drin verstecken. Schau mal, ich bin jetzt im Erdblock drin. Wie cool. Das ist so cool. Jetzt könnte ich das hier noch ein bisschen größer einstellen. Tatsächlich, schau mal. Ah. Wir können komplette Wände hier projizieren. Die Wand kann ich jetzt auch 5 hoch machen zum Beispiel. Das ist so cool. Jetzt können wir einfach durchlaufen und haben einfach Wände, durch die wir durchgehen können. Die Wand könnte ich sogar ein bisschen verschieben. Jetzt haben wir die hier auf der Seite oder ein bisschen hier auf die Seite verschieben. Und wir könnten sie noch viel, 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 viel größer machen und auch höher machen. Wow, schau dir das mal an. Okay, der Projektor ist wirklich so, so doll praktisch insgesamt. Und wir können hier vor allen Dingen auch andere Blöcke reinlegen. Zum Beispiel Stein oder Cobblestone. Das ist sehr nice. Moment bei Kata. Ich hole mir mal hier ein Cobblestone insgesamt. Wir könnten vielleicht mit dem Projektor richtig doll coole Fallen bauen. Oh, stimmt. Oder uns einfach zur Not auch mal in einer Wand verstecken. Das stimmt. Ja, 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 ja. Das ist wirklich so, so cool. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
gefallen, lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin, tschüss.